Willkommen zurück bei Final Fantasy Nummer 16. Es ist mir eine große Freude. Hallo Torgal, hallo liebe Dalmekia, hallo. Hallo einfach. Oh Mann. So, es ist abends. Ich habe heute tagsüber gar nicht aufgenommen. Ungewöhnlich. Was ist hier los? Ach so. Das war der Schatten. So ist besser. Es wird wild. Die nächsten Tage werden wild. Ich habe mir für meine zweite Kamera, habe ich das hier schon mal gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich habe eine ZVE10, das ist so eine Vlog-Kamera, weil ich damit ganz gerne verschiedene Sachen machen möchte. Und dafür habe ich mir ein neues Objektiv bestellt, was scheiß teuer war. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Und da wird hier neben mir möglicherweise, also da ist schon sehr viel umgestaltet und da wird vielleicht, also da wird noch mehr umgestaltet werden. Aktuell habe ich da, ist es egal. Ihr werdet es sehen. Also ich mache mir, hier ist ja mein Sitzschreibtisch mit meiner klassischen Aufnahmeanlage und ich werde hier an meinem zweiten Tisch, an dem es jetzt so meine Büroecke war, die ich aber nie so richtig benutzt habe, da werde ich mir eine Art Werkstatttisch einrichten. Werkstatttisch im Sinne von, dass da eben alles so eingerichtet wird, dass ich da am Tisch arbeite. Da ist dann auch eine Kamera frontal mit einem Weitwinkelobjektiv und vielleicht auch noch eine Kamera von oben runter. Ja, klar, wir machen ja schon. Und da habe ich ein paar Sachen. Wir gucken mal. Wird wild. Mal schauen. Mal schauen, wie das alles klappt. Wir machen weiter und wir wollen allem voraus nicht da lang, denn wir wollen uns um unseren letzten Boss kümmern, der hier noch fehlt. Und das ist ja dieser komische Insektenschwarm, richtig? So. Ich wollte auch irgendwas noch ansprechen, über das wir uns gar keine Gedanken mehr gemacht haben. Was ist denn hier mit dem Greenscreen los? Das ist immer noch... Das ist jetzt nicht wie in der Flasche, oder? Das ist immer noch der Schnee, oder? Ja, es ist hier... Ja, war nicht übertrieben, ja? Übertreiben. Ja, ich habe heute gar nicht aufgenommen, weil heute Morgen, weiß ich nicht, war ich draußen. Dann habe ich mich nochmal hingelegt. Das ist ja Samstag, dementsprechend darf ich das auch. Und dann bin ich tatsächlich nochmal eingeschlafen heute Mittag. Und dann war abends und dann habe ich noch was gekauft. Dann war ich nochmal schnell beim Elektronikfachhandel und habe eben genau für diese Anlage daneben auch noch was gekauft. Zelt, aha. Und ich vermute, dass wir hier bei diesem Dorf diesen Insektenschwarm finden. Ja, und dann war Abend. Dann habe ich noch was gegessen und jetzt sitze ich hier. So sieht's aus. Ich habe mein Handy nicht hier. Da wären die Beschreibungstexte drauf. Danke, mein Mädchen. Oder auch nicht, ja? Nö. Aha. Aha. Gehen wir mal zurück. Dann müssen wir mal in die Gebiete reingehen, die wir noch nicht gewesen sind. Dann wird es irgendwo da sein, denke ich mal. Also zum Beispiel hier. Boop. Heißt eine Vermutung, ne? Weil das ja eben so eine Dorfruine war. Da stand ja irgendwas mit einem Hornissenschwarm in der Dorfruine und da kommen immer mehr und ihr wisst schon. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Weil das ist ein bisschen.
war schön. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ist schon geil. Ich denke die ganze Zeit so an Indiana Jones irgendwie. Bei den Ausgrabungen da und so. Mhm. Danke, Ambrosia. Früher standen an diesem Pfad Lord Kupkas Männer Tag und Nacht Wache. Jetzt sind sie weg. Zurück zum Kristall. Und uns wehrlose Bürger haben sie einfach zurückgelassen, obwohl hier irgendwas Schreckliches lauern soll. Da bin ich mal gespannt. Ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Mal gucken, ob wir eine Aufnahmenacht machen. Es ist 0 Uhr. Rakostbecken. Ah, der geile Soundtrack wieder. Schade, dass die Marker nicht weg... Scheiße. Okay. Sieht sehr nice aus. Wir werden auch bald nochmal das Outfit wechseln. Ja, wir haben ja auch Jill nicht dabei, ne? Weil Jill ja noch darauf wartet, dass wir mit mitsprechen und Sids Grab besuchen. Übrigens nochmal sorry, dass ich die ganze Zeit dachte, dass Mit die Tochter von Otto wäre. Wieder gefallenen Ruinen, okay. Ich sehe die drei da. Okay. Ganz schön stark, ja? Jetzt geht's da auch noch weiter. Mhm. Ja, ich habe mich beschwert. Das ist, habe ich auch nicht anders verdient. Wenn ich mich hier hinsetze. Ich gebe keine offenen Welten. Ja, zack, kommt das nächste offene Gebiet. Ach. Kind of unerwartet. Mhm. Geil.
sind Goblins. Über die bin ich doch lange hinweg, oder? Diese Wege hier. Gehen wir erstmal hier lang. Eigentlich wollte ich nur ein paar Insekten besiegen. Jetzt laufe ich hier durch irgendwelche Canyon-artigen Schluchten. Ach, guck mal. So ein Aretestein. Chronolith. Die Hand der Dione. Dass wir das immer noch nicht freigeschaltet haben, dieses Feature, ne? Keine Ahnung. Apropos Feature. Hallo, Clive. 1100. Tja, let's go, huh? Was ist das denn eigentlich? Ach, der Felsen. Ja, ja. Wie ist denn das eigentlich mit diesen einen Fähigkeiten hier? Mit denen hier? Stürme rammt nach vorne und Ifrit. Ist das denn legit einfach jetzt nur eine Fähigkeit? Sind die Ifrit-Fähigkeiten, weil wir nehmen ja nur Phönix-Fähigkeiten. Das ist dann quasi die Ramme. Ja, nee. Ja. Aber das müssen wir mal, also, sorry. Stufe 1, also ein Upgrade, ja, und dann upgraden wir das hier. Ich weiß nicht, was es bringt, aber wir machen den Limit-Rauscher jetzt häufig. Wow. Okay, dann geht's jetzt schon nur noch Richtung Goblins. Okay. Wir haben einen dritten Limit-Rauschbalken bekommen oben. Oh. Das wäre früher schon sehr hilfreich gewesen. Ja. So gegen Hugo Kupka oder so.
Mhm. Ein Gilkäfer, okay. Tja, Goblins, Skorpione, gefallenen Konstrukte, fehlen eigentlich nur noch Orks oder so. Einfach so? Ich meine, okay, aber... Zu langsam. Das war richtig schön. Verödetes Fischerdorf. Hier könnten auch die Käfer sein. Einfach mal drauf da. Ich bin sehr angetan von der ganzen Umgebung hier, auch wenn ich meine, das stockelt bei mir schon wieder so komisch. Liegt aber irgendwie an dem Spielmodus. Voll geil, einfach so eine Oase. Es sieht halt optisch wirklich sehr schön aus, ne? Muss man dazu sagen. Okay. Aha. Ihr wisst ja, wir suchen immer noch diese berüchtigte Bestie, ne? Irgendwie so ein Insektenschwarm, Hornissenschwarm, Bienenschwarm, ich weiß es nicht. Irgendwas Böses. Das Dorf ist noch nicht lang verlassen. Aber jetzt sind alle weg. Mhm. Blöde Kiste. Schon geil, vor allem weil die Gebiete doch groß sind. Schlauchartig, klar, aber echt groß und schön anzusehen. Und der Kontrast von, meinetwegen, hier dem Umland von Kielbrück oder meinetwegen auch Rosaria zu dem hier, also Marthas Gasthaus, ihr wisst schon, ist schon krass. Wüsten sind immer geil, wenn sie gut gelungen sind. Ich sage immer wieder gerne, Varant Gothic 3, eine meiner liebsten Wüsten tatsächlich.
Kommen wir noch zu der Brücke? Jo. Okay. Kerdras Zwirn. Okay, ja, da könnte am Ende der Boss sein. Theoretisch. Haben wir denn jetzt eigentlich schon mal einen S-Boss besiegt? Ja, oder? Einen. Einen? Einen meine ich. Okay, das ist nur ein Drache. Kuboka. Keine Fehler. Ey, ich war betäubt. Naja. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob hier später noch irgendein Boss kommt, der jetzt noch nicht da ist, weil wegen Mission noch nicht gestartet, das weiß ich nicht. Dann gehen wir da nochmal hin. Jo, und dann haben wir noch hier den Weg, ne? Dann war's das hier. Und den natürlich noch, und den noch. Heieiei, okay. Wilde Erkundung gerade? Okay, müssen wir aber auch mitnehmen. Muss auch mal sein. Gut, ist aber auch interessant generell, ob wir vielleicht dann die anderen Final Fantasy Teile auch einfach mal spielen. Ne? Also Final Fantasy 15 natürlich, als direkten Vorgänger. Habe ich aber angefangen. Bin ich müde. Nur erschöpft. Final Fantasy 15 habe ich aber angefangen im Stream und dann nicht mehr weitergemacht. Das war damals aber auch mit dem Stream alles noch sehr undurchdacht und unüberlegt. Ich weiß, hä? Okay. Unüberlegt vielleicht. Das wäre jetzt natürlich alles etwas professioneller und dementsprechend auch.
endgültiger. Ne? Das war ja damals so, ja komm, dann spielen wir halt Final Fantasy mal so ein bisschen im Stream und ist dann komplett untergegangen. Ja. Das ist ja doof, da kommt man nicht hoch. Hier war mal eine Schokobo-Station. Hm. Drakos-Becken. Achso, jetzt sind wir hier oben. Hm. Ein paar Goblins, okay. Lettnik-Luft. Blaue Linie? Okay. Der Hort. Das ist ein Drache. Drachenkampf. I don't know. Mhm. Da gehen wir mal zurück. Das war's ja hier. Können wir hier unsere Ambrosia rufen? Geil. Auf geht's. Joa. Gut, hier war jetzt nix. Erfahrung, Erkundung, ein Dorf, alles gut, aber ansonsten nichts. Wir sparen übrigens jetzt auf 2000. Ja. Da können wir uns in unserem Rage-Modus komplett hochheilen. Das ist auch geil. Läuft Torgal eigentlich mit? Tatsache. Armer Torgal. Ignoriere ich einfach mal, ja. Da ging es auch nicht weiter. Tja, dann war's das. Dann gehen wir hier lang. War ein Bomber, glaube ich. Na schön. Haben wir die schon mal bekämpft? So Feuerskorpione? Die sehen ja übel aus. Falsche Taste. Ich wollte das machen. Okay, wir verbrauchen also immer einen ganzen Balken, wenn wir es abbrechen. Gut zu wissen. Na, also wenn wir einen angefangenen Balken und dann die Fähigkeit abbrechen, den Rage-Modus, verlieren wir einen Balken. Hallo, da ist nichts mehr. Kannst reingehen. Ich meine, da war dieser Drache. Hier haben wir den Kristallhandel zwischen den Valutern und den Steinwachen aufgeklärt. Ja, ich erinnere mich. Hm. Ohne Gnade. Zu langsam.
Gut. Nicht ganz perfekt, aber war okay. Hier kommen wir nicht weiter. Hier ging es aber weiter. Okay. Nö. Dann reisen wir nochmal zur Stadt und gehen nochmal hier lang. Ich bin verwirrt. Gehen wir erstmal dahin. Habe ich mir anders vorgestellt. Dalimiel-Schenke, Republik Dalmekia. Na gut. Die feinsten. Die aromatischen. Dusan, mich freut dein Eifer. Wo sind Kupkas Soldaten hin? Hergestellt aus robustem Stein. Wieder die Anzeige, alles voller Textes. Ich habe heute tatsächlich noch 2-3 Mal den Soundtrack gehört von der letzten Phase beim Titankampf, schneller, wenn die beide da runterfallen. Der war schon echt gut. Generell merkt man bei Final Fantasy 16 sehr gut, was für eine Rolle der Soundtrack spielt. Wenn man so einen geilen Bosskampf hat und dann auch noch coole Musik läuft, das macht einen ganz anderen Eindruck als Stille. Wenn ich mir vorstelle, in so einem Kampf würde die epische Musik ausfallen, wie schade das einfach wäre. Jo, und da haben wir jetzt noch eine Dreier-Wegegabelung. Und wenn da jetzt nichts ist, dann weiß ich nicht. Dann gehen wir zu mit. Die Sichel. Na, Sichel doch. Nicht umzingeln lassen. What? Die Felder von Korava. Das ist ja riesig. Okay, aber beide Wege führen hier hin. Aha. Zurück in den Stall, Mädchen. Ult Birka, Wegelagerer. Hallo, meine Freunde. Das könnte etwas dauern. Muss für die auch frustrierend sein, oder? Das ist ja riesig hier. Verlassene Hülle. Hat nur alles gesperrt, ne? Bereit?
Flieg, Ambrosia! Also Flieg im übertragenen Sinne, meint Clive natürlich, ne? Auch hier kommt noch echt viel. Ich finde es immer noch so heftig, dass sie einfach Schokobos essen. Und da ist Tor zu und hier ist jetzt auch irgendwas, ja. Dravost. Hallo? Hast du dich verlaufen, Fremder? Hier hast du jedenfalls nichts zu suchen. Also kehr am besten gleich um. Okay, aber immerhin ein Schnellreisepunkt. Tovani oder so ähnlich. Noch ein Ort. Auch gesperrt. Auf okay. Geht's. Schauen wir mal. Schneller! Heiltränke. Heiltränke da. Sind das jetzt zwei konkurrierende Orte oder was? Okay, die sehen aus wie die Steinwachen. Kein Durchgang. Hau ab! Okay. Kommt dann bloß hier aus dem Felsen. Alles gut. Tja, und da war mal ein Mutterkristall. Schön. Ist das der Hornissenschwarm? Oh mein Gott, wir haben ihn gefunden. Seelenstachel. C. Naja, hat die mich überhaupt getroffen? Komischer Gegner. Okay. 104.000, geil. Danke, danke, danke. Endlich Ruhe. Mhm. Ja, das wollte ich. Deswegen bin ich hier. In Kielburg war auch noch eine Nebenaufgabe, ne? Da müssen wir auch noch hin. Money, money, money. Ach, guck mal, noch so einer. Daneben.
Curl-Schnurrhaar. Nebenbei so ein bisschen sammeln, ne? Warum nicht? Da ist noch ein verschlossenes Tor. Okay. Ja, wild. Wild ist mein Lieblingsadjektiv in diesem Projekt. Ja, hier kommt noch viel, ne, von den Siedlungen her. Ich bin gespannt, mit welchem Kontext die dann verfügbar werden. Und los. Lauf wie der Wind. Den Rest laufe ich. Vamade. Nichts. Okay. Aber beeindruckend und sehr cool, dass wir hier ein sehr weitläufiges Gebiet haben. Das wird nicht einfach. Ups, sorry. Hey. Also, ich lehne mich vielleicht weiter aus dem Fenster, aber wir sind echt gut. Und das gehört nicht mehr dazu, okay. Joa, sehr schön. Sind wir einmal durchgelaufen, aber die überwiegenden Orte sind nicht begehbar. Na, also 1, 2, 3 Wegsperren hier an der Stelle. Wir haben das Geschöpf aber gefunden, das letzte. Da geht es auch nicht weiter. Das war's hier aktuell. Zwei von diesen Aretesteinen. Keine Ahnung. Gut, gehen wir nach Kielbrück. Genau. Davos. Dravost. Ein dickes Netz aus satten Erzadern zieht sich durch die Berge hier und liefert den vielen Schmieden dieses abgelegenen Dorfes Nahrung. Geht schon Richtung Hauptstadt, ne?
Da kommt ja auch noch was, oder? Gut, wir gehen mal nach Kielbrück. Lang ist es her, dass wir da waren. Mal gucken, wie es Quentin geht. Einen schönen Tag, Sid. Was bringt dich her? Tja. Aber wann darf ich einen Botengang für Quentin erledigen? Was? Wann kommen eigentlich neue Dialoge nach den Hauptaufgaben? Das ist echt cool. Die Kristalle vom Schweif sind allesamt nutzlos. Und nicht nur die Kristalle. Die Träger haben auch Schwierigkeiten mit ihrer Magie. Tja, Leute. Lernt es, ohne Kristalle klarzukommen. Ein Freund von Quentin ist doch mein Freund. Ja, dieser Sprecher von Skyrim, ne? Hoffentlich bist du zufrieden. Vor allem wollte ich die eigentlich gar nicht benutzen. Ah, komm. Passend, sehr gut. Wüstenrose. Was wie eine Rose aussieht und Rose genannt wird, ist eigentlich ein fragiles Sandsteingebilde, das in den dalmäkischen Wüsten vorkommt. Dieses unerklärliche Naturwunder wird oft als Beispiel für die Unergründlichkeit der Schöpfung aufgeführt. Außerdem ist es als Glücksbringer bekannt. Oha, ein Lupe der Kriegskunst. In seinen 60 Jahren als Kampflehrer soll Razet der Jüngere mehr als 10.000 Soldaten ausgebildet haben. Dabei zeichnete sich seine Methode durch ihre Schwerpunkte auf Effizienz statt auf Stärke aus. Vor seinem Tod ließ er seine Philosophie im Detail von einem seiner Schüler niederschreiben, weshalb die Nachwelt heute noch immer von seiner Weisheit profitiert. Erhöht die Fähigkeitspunkte, die wir gewinnen, um 20%. Das ist krass. 15.000, ja, aber... Du bist in Kielbrück immer willkommen. Das freut mich aber. Nö. Wenn du mal ein Zimmer brauchst, Sid, sag einfach Bescheid. Ich lasse dir ein Bett herrichten. Ja, das kennen wir auch schon. Okay, Quentin tatsächlich. Oh, krass. Ah, Clive. Du kommst genau zur rechten Zeit, wie immer. Ich habe eine Sorge, bei der du mir vielleicht helfen kannst. Erzähl. Man flüstert, es seien zwielichtige Gestalten in der Nähe des Dorfes gesichtet worden. Dazu diese Geräusche. Rascheln im Gestrüpp. Die Leute fürchten, sie werden beobachtet. Vielleicht sind es nur blank liegende Nerven. Verständlich bei dem, was gerade passiert. Vielleicht ist es aber auch der Auftakt zu etwas Gefährlicherem. Verzeih, wenn ich das so sage, aber dein Riecher für Probleme könnte hier von Vorteil sein. Mhm. Ja, natürlich. Natürlich. Exzellent. Du könntest zunächst mit den Einwohnern von Kielbrück sprechen. Höre ihnen zu und ziehe deine eigenen Schlüsse. Ist gut. Mach ich. Das Gesetz der Rache. Mhm. Die Leute erzählen von seltsamen Schatten in den Wäldern um Kielbrück. Entweder sind dies Hirngespinste ängstlicher Gemüter... Oder da draußen ist wer. Jemand, der nicht gesehen werden will. Hallo, Sid. Setz dich hin, wo du willst. Gerne, danke. Gut. Okay. Mal hören, was die Leute hier erzählen. Scheinbar will sich jemand rächen. Ich frage mich, ob es nur Einbildung ist. Oder etwas, das wir ernst nehmen müssen. Was finden wir jetzt heraus? Ich setze mich mal mit geradem Rücken hin. Dann gehe ich einfach aus der Kamera raus. Auch nicht schlecht. Kann ich die denn nach oben eigentlich... Die Kristalle vom Schweif sind allesamt nutzlos. Und nicht nur die Kristalle. Die Träger haben auch Schwierigkeiten mit ihrer Magie. So, warum nicht? So, ich habe mal den Ausschnitt vergrößert. Warum nicht? Gut. Hallo, was hier passiert wohl irgendwas Seltsames? Mehr weiß ich auch nicht. Hallo, Sid. Kann ich helfen? Das kannst du. Ich habe eine Frage.
Quinten hat etwas von verdächtigen Schatten in den Wäldern gesagt. Hast du irgendetwas bemerkt? Ah, das. Mir ist nichts aufgefallen. Ich habe die Gerüchte gehört von den Jungs drüben auf dem Weingut, aber gesehen haben die auch nichts. Verstehe. Trotzdem danke. Mittlerweile macht dieses Gerede schon in ganz Kielbrück die Runde. Seltsame Schatten in den Wäldern, die verschwinden, sobald man sie erblickt. Oh, schon beim Gedanken daran läuft es mir kalt den Rücken runter. Seltsame Schatten in den Wäldern, okay. Ja, der Missionstitel lässt darauf vermuten, dass jemand hier rumschleicht, um Rache zu üben. Aber okay, wir finden es heraus. Ach Mann, das Ganze mit Benedikta. Ach Mann, Mann, Mann. Ist das alles übel? In dem Spiel passieren so viele üble Sachen. Hast du kurz Zeit? Im Wald draußen soll irgendwas vor sich gehen. Hast du was gesehen? Was Verdächtiges? Nein, aber etwas gehört. Wie Kratzen auf Metall, als schärfe jemand ein Schwert. Wo war das? Lobers Forstweg. Ich habe Kräuter gesammelt und es irgendwo zwischen den Bäumen gehört. Da bin ich gerannt, so schnell ich nur konnte. Bloß weg von dort. Verstehe. Ich sehe es mir an. Danke. Forstweg? Lobers Forstweg. Aha. Der Forstweg ist wohl unsere heißeste Spur. Was meinst du, Torgal? Sehen wir uns den genauer an? Wir haben nur 2 von 3 angehört, aber na gut. Der dritte war wohl nicht so wichtig, der dritte Hinweis. So, wer will sich hier rächen, hä? Ihr da. Mist, wir wurden entdeckt. Schnappt sie, bevor sie fliehen. Really? Schwarzschilde? Schwarzschilde? Hier? Was zur Hölle wollt ihr hier? Was geht dich das an? Aber ist doch egal. Zeugen werden mundtot gemacht. Und zwar ohne Ausnahme. Ja! Das ist schon cool. Okay. Das ist aber doch gefährlich, wenn hier Schwarzschilde sind, oder? Die Schwarzschilde. Planen sie einen Angriff auf Kielbrück? Ich muss Quinten warnen. Ich bin übrigens begeistert, wie gut einmal die Kamera vom Farbton her ist. Ich finde, ich bin sehr realitätsnah, auch wenn ich gebräunter bin. Ich könnte schwören, ich bin brauner. Aber das denkt man sich wahrscheinlich immer. Aber ansonsten bin ich begeistert, auch vom Greenscreen. Es ist wirklich, oder? Ja, schon cool. Ich bin literally im Bild. Ja, Schlüssel sind im Nachhinein Ringlight und ein großes Keylight. Damit funktioniert es wirklich fantastisch. Nur mit dem Ringlight tatsächlich nicht. Ne? Hier Beispiel.
Und ohne Ringlight ist auch scheiße. Ja, beides ist die Lösung. Ja, in Kielburg kenne ich mich inzwischen aus. Stehst denn du hier vorne? Clive, wie läuft die Jagd auf die finsteren Gestalten? An Lauberts Forstweg hatten sich Schwarzschilde versteckt. Sicher kommen mehr. Schwarzschilde. Einst die Bluthunde der Kaiserin. Heute dienen sie jedoch einem anderen Herrn. Jemandem, der nicht nur mich, sondern auch all jene in meiner Obhut tot sehen will. Und wie es scheint, hat die Meute die Fährte der Beute aufgenommen. Verdammt nochmal, ich hatte gehofft, mir bliebe mehr Zeit. Mehr Zeit für Vorbereitung. Aber in die Enge getrieben bleibt nur der Gegenangriff. Und darum schlagen wir zurück. Entschuldige, aber das musst du mir erklären. Wem dienen die Schwarzschilde jetzt? Und warum sollte er deinen Tod wollen? Weil ich seinen Tod will. Wessen? Ich rede vom ehemaligen obersten Richter San Brex. Kielbrück habe ich für ihn aufgebaut. Ich verstehe immer noch nicht. Wieso er? Wieso Kielbrück? Es ist wohl an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Ich war früher einmal ein Justizbeamter. Denn die Ungerechtigkeit der Welt widerte mich an. Ich wollte sie bekämpfen. Und das tat ich auch, auf meine eigene Weise. Nicht wenige korrupte Beamte wurden von mir in genau die Zellen gesteckt, in die sie Unschuldige geschickt hatten. Männer, für die das Gesetz nur eine Peitsche war, um Machtlose zu schinden. Ich war nicht allein. Es war der oberste Richter, der mir half. Er war mein einziger Verbündeter in meinem Kampf für Gerechtigkeit. Was passierte dann? Ich erfuhr, dass er Träger jagte. Als Sport. Er teilte meinen Hass auf Käuflichkeit und Laster überhaupt nicht. Seine Unterstützung für mich war nur eine Fassade. Ein Mittel, um seine Rivalen auszuschalten. Eine Maske, unter der er sich verbarg. Ich reichte sofort Klage gegen ihn ein. Seine Reaktion jedoch war sehr viel heftiger. Er ließ meine gesamte Familie hinrichten. Und das unter dem Deckmantel des Rechts. Ich verlor alles. Meine Liebsten, mein Einkommen, mein Ansehen, den Glauben, den ich einst hatte, dass die Gerichte ein Mindestmaß an Gerechtigkeit schaffen. Also schuf ich meine eigene. Ich spürte alle auf, die ihm dienten, und schnitt ihnen die Kehlen durch. Er selbst erwies sich jedoch als ein weitaus schwierigeres Ziel. Mit Geld und Macht ist man geschützt. Ich begriff, dass ich eine eigene Armee brauchte. Ich kam hierher, nach Kielbrück, und begann, Gleichgesinnte zu rekrutieren. Und jeder hier weiß, welchen Plan du verfolgst? Natürlich. Auch sie verloren ihre Liebsten bei den Jagden auf Träger. Sahen, wie ihre unbescholtenen Freunde an den Galgen kamen. Alles unter dem wachsamen Auge des obersten Richters. Unsere Wunden sind dieselben. Und unsere Sache ist es auch. Wir sind Kameraden. Und unsere Rache ist bereits im Gange. Wir kennen sein Versteck, kennen die Zahl seiner Wachen und ihre Stärke. Was wir bis jetzt nicht wussten, war jedoch, dass seine Pläne womöglich auch schon im Gange sind. Quentin. Wir haben wenig Zeit. Er könnte jeden Moment zuschlagen, sofern wir nicht zuerst angreifen. Freunde und Kameraden, es beginnt! Auf in den Krieg! Auftrag abgeschlossen. Entschuldigung. Auftrag abgeschlossen. Das Gesetz der Rache. Oh, klingt nach Folgeaufgabe, hä? Huh? Er hat seine Entscheidung getroffen. Oder?
nicht. Nicht? Och, sag nicht, das ist ein Cliffhanger. Von hier aus rekrutiert, okay. Also, eine Siedlung im Zentrum San Breaks. Mit dem Bau neuer Straßen geriet das neue belebte Dorf in Vergessenheit begann zu verfallen, bis Sitz verbündeter Quintin auftauchte und es zu einer geheimen Zuflucht für Träger machte. Von hier aus rekrutierte er Gleichgesinnte, um sich am obersten Richter von San Breaks zu rächen. Kein aussichtsloses Unterfangen, denn an Menschen, die unter der Grausamkeit des Mannes gelitten hatten, mangelte es nicht. Doch als der Richter begann, Verdacht zu schöpfen, sandte er Schwarzschilder aus, um Quintins Unterschlupf zu zerstören. Sehr interessant, also die Schwarzschilde, die ja früher im Auftrag von der Kaiserin die Träger gejagt haben, dienen jetzt dem ehemaligen obersten Richter von San Breck. Und der bekriegt mit denen Kielbrück, sozusagen. Midalon Talamon, bin ich so doof? Sids Tochter, da steht's halt einfach, ne? Ach man, Sid fehlt mir. Krass, ich hätte gedacht, es geht noch weiter, aber na gut. Ja, wir haben noch eine Aufgabe offen. Theoretisch, also noch eine Monsterjagd. Von der ich aber keine Ahnung habe, wo sie ist. Aber wenn ich's dir doch sage, ich habe es von Otto höchstpersönlich. An den Grenzübergängen werden Truppen zusammengezogen. Nun, das ist nicht überraschend. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Hugo Kupka. Kupka? Ich dachte, sein Tod würde etwas ändern. Aber wenn ich die Augen schließe, höre ich immer noch Gerards Schreie und Stimme. Wie er uns zuflüstert, dass wir weglaufen sollen, wie er schreit, um die Aufmerksamkeit der Soldaten auf sich zu lenken. Seine Worte haben uns das Leben gerettet. Das werde ich nie vergessen. Es ist genau, wie er gesagt hat. Worte sind unsterblich. Und seine Leben in mir weiter. Sie haben mein Leben verändert und seit jedem Tag wollte ich mich bei ihm dafür bedanken. Aber ich weiß nicht wie. Diese Musik. Ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Wenn er nur hier wäre. Um sie mir zu sagen. Das haben wir für dich bekommen, Sid. Jeder kann behaupten, den Lauf der Welt ändern zu wollen, aber nur die wenigsten lassen ihren Worten auch Taten folgen. Du bist ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Ein Wohltäter. 800 Fähigkeitspunkte. Nur für dich. Ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Krass, das ist echt ein Cliffhanger jetzt mit Quinten, ja? Wir waren noch gar nicht in Valut. Oh, geil. Noch 76 und wir haben schon genug. Diese Musik. Gut, also beim nächsten Mal gehen wir mit zum Grab von Sid. Diese Musik. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.